Ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass ich Verschwörungstheorien sehr gern mag. Besonders gern lustige und absurde, aber nicht nur, um mich zu amüsieren, sondern auch, weil ich finde, dass man in den dümmsten und absurdesten von diesen Verschwörungstheorien auch ein Stück von der Zeit wiederfindet oder von dem Zeitgeist, um das alte Modewort zu benutzen, von der Zeit, in der sie entstehen und in der sie sich, oder nicht sich verbreiten, sondern verbreitet werden. Also da kann man praktisch wie an so einem Barometer dann jeweils feststellen, wie groß ist der Wahnsinn dieser Zeit, der Irrwitz, der die Leute befallen hat und in welche Richtung geht er. Was ist wichtig für die Herrschenden zum Beispiel, die ja auch oft diese Verschwörungstheorien verbreiten. Was wollen die, was liegt denen am Herzen, wo wollen sie die Leute hintreiben? Jetzt gibt's nach diesen ganzen Quatsch-Kopf-Deppel-Verschwörungstheorien mit der Nord Stream-Sprengung, mit diesem kriegerischen Akt gegen die Energieversorgung in Deutschland und Europa, gibt's jetzt wieder eine neue Verschwörungstheorie. Und zwar besagt die, dass die Russen, also Putin, muss man immer sagen, weil Russland ist Putin. Das heißt, Putin wollte eine Querfront in Deutschland schmieden aus Sarah Wagenknecht und der AfD, damit die da einen Militärputsch machen. So ist es, glaube ich. In der Bildzeitung standen kann ich nur glauben, weil ich die Bildzeitung natürlich nicht lese. Ich habe nur die Schlagzeile gesehen. Also Putins Putsch in Deutschland mit Wagenknecht und AfD so ungefähr. Das heißt, Putin hat geplant, dass er jetzt so praktisch die Sarah Wagenknecht anruft und sagt, Sarah, wir müssen jetzt die deutsche Regierung stürzen, setz dich doch mal mit der AfD zusammen, dann besorgt euch ein paar Kriegswaffen oder sowas und holt euch noch ein paar Militärs, die sind glaube ich auch recht unzufrieden gerade mit Herrn Scholz und mit, also keine Ahnung, aber setzt euch mal mit denen zusammen und stürzt dann die Regierung. Das ist eine hochinteressante Verschwörungstheorie, die allerdings jetzt nicht viel sagt, außer dass die Bildzeitung ihre Leser für vollkommene Trottel hält. Diese Verschwörungstheorie kommt aber ursprünglich aus den USA. Washington Post hat sie, glaube ich, aufgebracht. Die haben gesagt, uns liegen Dokumente vor, die zeigen, dass Putin tatsächlich da in Deutschland jetzt Querfront macht. Man übersieht dabei übrigens notorisch und immer, dass es in Deutschland längst eine Querfront gibt. Und zwar von CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne, die alle in den wesentlichen Dingen, nämlich Kontrolle, Überwachung und Unterdrückung der Bürger mit diesem Corona-Schmarrn, dann Krieg gegen Russland, da wollen die ja eigentlich alle das Gleiche. Da gibt es keine Unterschiede. Das ist die Querfront, von der man möglicherweise mit dieser sagenhaften neuen Querfront ablenken will. Aber zurück zu dieser Geschichte. Washington Post hat gesagt, uns liegen da Dokumente vor. Die zeigen wir euch aber nicht. Also die liegen uns vor, die halten wir geheim. Und da steht drin, Putin will die Querfront bilden mit Wagenknecht und AfD. Die Tagesschau, die sich für keinen Scheiß zu schade ist, hat es dann übernommen und schreibt, Moment, jetzt muss ich das hier mal ablesen. Natürlich, dass irgendwie Wagenknecht ja schon länger verdächtig ist und böse ist. Natürlich, weil nämlich sie gesagt hat, dass es in diesem Krieg nicht um hehre Werte geht, sondern um die NATO und den Umfang der amerikanischen Einflusszone ist schlichter Tatsache. Wer das sagt, spricht einfach nur sowas aus wie, wenn es regnet, wird der Boden nass. Ist irgendwie vollkommen klar, aber das Problem, das die Tagesschau damit hat, ist, das stößt im Kreml auf Wohlgefallen. Und das ist natürlich verboten, deswegen darf man das nicht sagen und deswegen ist das auch immer wieder angemerkt worden von der Tagesschau und den übrigen Propagandamedien. Weil wenn jetzt zum Beispiel der Kreml, also Putin, sagt, wenn es regnet, wird der Boden nass, dann stimmt es zwar in Deutschland auch, aber dann darf man es nicht mehr sagen, weil das sonst bei Putin auf Wohl, im Kreml auf Wohlgefallen stößt. Es ist manchmal ein bisschen schwierig mit diesen Sprachregelungen, aber jetzt geht's weiter. Genau, dass also Moskau gezielt Einfluss nehmen will, indem es da halt Wagenknecht anruft und sagt, setz dich mal mit der AfD zusammen, macht's da mal eine Querfront, ließ sich bisher nicht nachweisen, sagt die Tagesschau. Das heißt, es haben schon seit Jahren alle möglichen Geheimdienste versucht, das nachzuweisen und die Propaganda erst recht. Aber Sakrament, es ist einfach nicht gelungen, das nachzuweisen. Möglicherweise hat sich das geändert. Also wir wissen es noch nicht, aber möglicherweise. Und zwar, weil der Washington Post entsprechende vertrauliche Dokumente aus Russland vorliegen. Die Tagesschau schreibt einfach, die liegen vor. Die haben es auch nicht gesehen. Weil die ja keiner gesehen hat. Belege braucht man nicht, wenn man solche Verschwörungstheorien verbreitet. Aber sie liegen vor.
Jetzt kann man irgendwie, also sei das Ziel des Kreml gewesen. Warum schreiben die eigentlich immer Kreml? Das heißt Putin, Kollegen. Aber egal, jedenfalls wollen die da Linke und Rechte zusammenführen. Und worum es geht, ist ganz wichtig. Das ist der eigentliche Hauptpunkt. Versuche in Deutschland eine Antikriegsstimmung zu schüren, sind Teil einer verdeckten Front im Krieg gegen die Ukraine. Da horcht man vielleicht nicht gleich auf, weil man so einen Bullshit schon oft gehört hat, aber man sollte doch nochmal hinschauen, weil das heißt, versuche in Deutschland eine Antikriegsstimmung zu schüren. Das heißt auf der einen Seite, es ist ein Teil des Krieges, den Russland führt, dass sie andere Leute so praktisch manipulieren, dass die dann gegen Krieg sind. Und das heißt auf der anderen Seite, der Deutsche ist von Haus aus selbstverständlich für Krieg und muss jetzt erst von den Russen in so eine Antikriegsstimmung hineingeschürt werden. Was dann wiederum, wenn man es jetzt wieder mit dem vorher Wagenknecht und Dings mit ihrer NATO-Aussage zusammenführt, dann heißt es, wenn in Deutschland jemand sagt, ich bin gegen den Krieg, dann ist er manipuliert von den Russen und er ist natürlich auf der russischen Seite. Weil der Deutsche, wie gesagt, ist von Haus aus für einen Krieg. Nur durch russische Manipulation kann er dazu gebracht werden, dass er gegen Krieg ist. Und sowas schreibt die Tagesschau. Das ist öffentlich-rechtlich. Das heißt, man zahlt Gebühren in Deutschland dafür, dass man eine solche Frechheit vorgesetzt kriegt, wo behauptet wird, wir sind genetisch von Haus aus für Krieg. Dann kommt aber der Russe und bringt uns. Und auf der anderen Seite heißt es natürlich auch noch, wenn jetzt jemand zum Beispiel gegen Krieg ist, obwohl er nicht von den Russen manipuliert worden ist, dann ist er wiederum für die Russen. Also es ist so absurd. Nicht nur als Verschwörungstheorie ist es absurd, sondern auch von dem her betrachtet, was das über den Zeitgeist aussagt. Da möchte man sich die Haare raufen, aber wahrscheinlich ist es am vernünftigsten. Man lacht einfach darüber, schreibt es auf und hebt es dann auf und holt es in 10 Jahren wieder raus und sagt, das war Realität damals. Die haben wirklich behauptet, nur Russen sind gegen den Krieg, weil die gerade Krieg führen. Und der Deutsche ist von Haus aus dafür. Das heißt, ich weiß es nicht, was man dazu noch sagen soll.